Hallo und herzlich willkommen zurück zu Beyond Two Souls. Neben mir jetzt wieder am iPad der gute Sick. Und am Controller natürlich der Fixer. Na klar. Ja, wir sind jetzt hier bei dem ersten Gespräch, heißt das glaube ich so, das erste Gespräch oder irgendwie so heißt das jetzt. Ja, letzte Folge war natürlich ein bisschen Ja, radikal. Weiß nicht, ob man das so sagen darf, ja. aber ja, mal gucken, wie es heute weitergeht. Ja, definitiv. Kann ich hier? Du bist. Ach, sie sind noch bei Eden jetzt. Ach, guck, ich Also, kann es ist in Eden. tatsächlich, ohne dass du irgendwie mich da ins Spiel gebracht hast, Ja. kann ich hier schon ein paar Sachen machen. Ich kann die Aufmerksamkeit auf mich ziehen. Und die gute Jodie ist jetzt wieder ein wenig jünger. Und ich freue mich ja auf den Teil des Spiels, wo es bei uns dann endlich mal Klick macht und wir Zusammenhänge dann endlich mal verstehen und was hier Er eigentlich übernimmt für Phase Dr. ist. Matthews. Er wird sich also ab jetzt um dich kümmern. Er scheint sehr nett zu sein. Na komm, er will dich sehen. Na los, geh zu ihm. Die hat Ich jetzt gerade warte eben hier, schon gesagt, Schätzchen. dass sie wegen mir schon genug Ärger hat. Das heißt, es ist wahrscheinlich gerade irgendwas passiert, auch schon vorher. Deswegen habe ich jetzt auch wieder aufgehört. Wollte ja nicht noch mehr Ärger machen. Ja, danke. Danke, Ihnen. So, gehen wir rein zu Dr. Matthews. Das heißt, das ist jetzt wahrscheinlich am Anfang, Hallo, bevor wir in die Jodie. Klinik reingekommen Komm sind. rein. Es ist gar nicht Dr. Matthews, es ist Willem Dafoe. Ja, Entschuldigung, war schlecht. Ja. Mein Name ist Nathan. Nathan Dawkins. Ach so. Ich dachte, es wäre eine gute Idee, wenn wir uns mal unterhalten würden, um uns besser kennenzulernen. Das heißt, wenn du das auch willst, natürlich. Habe ich eine Wahl? Oder hast du Ja, eine ja. Wahl? Ja, bevor wir. Kannst du rausgehen? Also, ich meine, kannst du sagen, nö, ich will jetzt nicht? Nee. Nee, kann ich. Wir haben keine Wahl. Wenn gezwungen. Wäre nicht gezwungen. Kann ich mir erstmal wieder was anderes angucken? Irgendwie erstmal. Ich gucke mich ja mal gerne ein bisschen um. Ne, erstmal, bevor Ziemlich ich. trocken, die Bücher. Ehrlich gesagt, gelesen habe ich die auch nicht alle. Was ist mit dir? Ja, Liest du gern? natürlich. Hab ich alle gelesen, den ganzen Schrank. Habe ich gelesen. Alpha Waves Natürlich. ist Standardlektüre. Gerade für unten, wie alt würden die sein, ne? Sechs, Ja. sieben. Oh. Oh. You're of Camden, okay. Intelligenter Mann. Ja gut, der trägt ja auch eine Brille, ganz klar. Kann ich ja mal schütteln? Der Fexer trägt nämlich auch eine Brille auf, also ganz intelligent ist es nicht. Manchmal. Gefällt sie dir? Darf ich haben? Du Ich kannst sie haben. behalten, wenn du willst. Bist du ein Betteln da oder was? Ich weiß nicht, warum ich hier bin. Ich weiß auch nicht. Ja, komm, wir stehen sind wir. Quatschen jetzt mal mit dem Onkel. Onkel Neven. Onkel Nathan. Onkel Du kannst dich Nathan. setzen, Los. wenn du willst. Der Weise. Hau mal rein, was gibt's denn? Jodie, Ah. mein Job ist die Erforschung seltsamer Ereignisse und sie irgendwie zu erklären. Die hat Narben im Arm. So wie die Dinge, die dir passieren. Nicht, Jodie? Deine Mutter sagt, du hast einen unsichtbaren Freund. Den hat doch jeder in dem Alter. Dieser Freund, hast du den schon seit langem? Ja. Seit deiner Geburt? Ja, so gut kenne ich sie auch nicht. Ich weiß es nicht. Ist er ein Geist? Oder ist jemand gestorben und der besucht dich jetzt? Das. Keine Ahnung. Keine Ahnung, ja. Wollen wir ja auch Kannst du wissen. ihn für mich malen? Ich kann dir mal eine klatschen, Malen? da weißt du, dass ich da bin, Kollege. Malen? Ich würde ja mal Eden gern sehen. Mal mal für mich. Also mal mal jetzt für ihn, meine ich. Wenn es kann, die Option ja ist, würde ich gerne mal sehen, was er da zeichnet jetzt, ne? Ja. Ich krieg ein Gesicht. Pass auf, die malt jetzt wirklich dein Gesicht. Tja, gut, ich schreit wegrennen. Ich bin so übelst gespannt, Ja, was ich sie jetzt auch, ich zeichnet. auch. Ich bin jetzt angespannt. Ich will wissen, was da jetzt rauskommt. So, zeig mal So wie in Real Life bin ich ein schwarzer Fleck. her.
entsetzlich, wenn ich's ansehe? Ich hab's doch für dich gemalt. Nö. Schau's dir mal bitte an, Onkel. Ich würd's ja auch kammerisch sehen. Also, dieses Ding ist ein Freund. Und es ist verbunden mit dir über sowas wie eine Schnur. Na, da ist Schnur. Ja. Mensch. Ist er jetzt gerade hier? Sicher. Der sitzt neben mir. Kannst du ihn bitten, was zu machen? Darf ich ihm eine klatschen? Willst du was machen? Ja, natürlich. Ich würde ihm gerne mal so einen Kopf so gegen den Tischkante. Lass den doch mal in Ruhe, den guten William hier. William. Er ist William, ne? Nathan. Achso, Nathan. Na dann. Du musst mich freigeben, Kollege. Na dann los. Auf geht's. Ach, du hast ja einige Optionen, die du ja machen kannst, ne? Kann ich. Ich kann aber nicht auf den. Ich kann. Ja. Ich wär gern auf den Typen drauf. Ich hätte den gerne so ein bisschen. Ich wäre gerne reingetaucht in den. Und dann wäre ich abgehauen mit dir. Wohin denn? Weg. Du sagst ihm, was er tun soll, und er macht es dann? Ich habe auch einen freien Willen. Ich sag einem nicht, was er tun soll. Niemand kann das. Er ist wie ein Löwe im Käfig. Wir sind verbunden. Er kann nicht weggehen. Das macht ihn richtig wütend. Ich krieg schon wieder Gänsehaut. Es ist nicht meine Schuld. Ich will ja auch, dass er geht. Echt? Er kann einem manchmal auch richtig Angst machen. Sig, gehst du jetzt bitte? Das da ich spiele alleine weiter und will nicht, dass du da bist. Oh. Nein. Es waren die Monster. Monster? Alter, ich hab. Guck mal. Steht wie eine Eins. Alter, das ist so krass. Das ist übrigens der Erpelpelz, den er hier anhat. Was ist denn ein Erpelpelz? Naja, eine Gänsehaut halt. Machen wir natürlich gleich weiter. Da ist ja ganz klar hier. Das kurze erste Gespräch. Ist nicht viel passiert, ja. Ja. Jetzt ist. Jetzt ist. Was? Man muss, glaube ich, ein bisschen aufpassen, dass man hier den Faden nicht verliert. Ja, naja, es gibt ja noch keinen Rücksprung. Es gibt ja nicht einen direkten Faden. Jetzt ist sie wieder hier Teenager oder was? Oder? Sieht jetzt aus wie 15, 16. Dein Zimmer. Hier lernst und schläfst du für die nächsten 3 Jahre. Was? Das Training startet morgen früh um 5. Sei pünktlich. Das ist aber das auch, was sie vorhin ganz sagte, auch auf der Geburtstagsfeier. Wir sind in der Einheit, bla 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 und so weiter und so fort. Das sieht doch aus wie jetzt Militär. Komm, jetzt muss ich hier mitmachen. Cool, ey. Das ist ein Bootcamp. komm hier. Geil. Yes, Baby. Bin cool, ne? Krieg ich alles geil hin. Pass auf. Job. Komm, weiter geht's. Ja, guck mal, der macht den Übung, weißt du? Jetzt. Geil. Ich glaube, die Bewegung musst du dir auch ein bisschen merken. Ich glaube, das wird wichtig für später. Los, fest zugreifen! Musst du jetzt auch was drücken? Nach vorne, oder? Ich drück jetzt nach vorne einfach. Okay. Aber ich kann. Denk die kurzen Haare jetzt auf einmal. Die sieht ja jeder Abschnitt hier anders aus. Ja. Achso. Ganz genau so hoch! Komm schon! Ich hab nicht den ganzen Tag Zeit! Du bist bezahlt dafür, du Spasti. Ach, jetzt wird noch geboxt oder was? Wir kriegen das volle Training. Also ich bin wirklich schon gespannt, wie wir langsam so ein bisschen mal hier mal dahinter blicken und was es hier eigentlich so richtig geht. Das ist bestimmt. Also ich bin echt mal gespannt, ey. In die Aktion. Okay. Treten wir noch oder was? Okay. Haja! Aber ich check das nicht. Warum sind wir denn. Was sind wir? Und warum? Warum vor allem? Ich weiß es nicht. Wir sind in der Klinik. Ja. Wir kommen aus der Klinik raus. So, wir haben ein bisschen Real Life. Und jetzt sind wir, machen hier eine Kampfausbildung. Was auch immer, vorher waren wir noch spionieren und sowas. Ja. Scheiße, ich konzentriere mich gerade nicht. Ja, Entschuldigung. Ja, nee, es geht mal wem, ist ja richtig, ich bin ja auch. Ich will mal irgendwie checken, was geht's da? Was soll ja, das weiß machen? Ich auch nicht. Das ist ja das, was ich frage. Jedenfalls bist du immer in anderen Abschnitten hier, musst immer irgendwie was anderes machen. Alles fügt sich gar nicht so richtig zusammen. Also. Ja, eben.
Aber es kommt dann bestimmt noch. Ja, ne, hoffe ich doch. Nicht, dass es so ein bisschen endet wie bei Heavy Rain, muss ich ehrlich sagen. Ja, oder letztendlich wie bei Fahrenheit zum Beispiel schon am Anfang. Da war ja der Schluss ganz komisch. Das war dann ja irgendwas hier. Aber was bei ganz Fahrenheit komisch. Muss ich ganz ehrlich sagen, da war das wenigstens eine zusammenhängende Story. Dann zur nächsten Deckung. Kapiert? Bei Heavy Rain muss ich ganz ehrlich sagen, da war das irgendwie dämlich. Man hat die Logik nicht dahinter verstanden. Ich glaube, du sollst Deckung suchen. Und Heavy Rain war natürlich ein geiles Spiel. Aber storymäßig war es irgendwie komisch. Geil! Es war aber kein Headshot. Lehnen. Okay. Jetzt kannst du von Deckung zu Deckung springen. Das ist ja cool. Cool. Und zur nächsten Deckung. Los geht's. Komm, 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 Johnny, renne! Los, los, los! Was? Die schießen oder Deckung? Da steht nicht da. Okay, dann musst du klicken. Gut, ab geht's. Ja, wie gesagt, bin echt gespannt. Jetzt sind wir auf immer hier beim Militär. Und bei der CIA sind wir ja natürlich. Heißt ja, wir kommen bei der CIA. Wir sind bei der CIA jetzt erstmal. Was will die Jody bei der CIA? Okay, wenn man genau drüber nachdenkt. Ja, na klar, sie kann halt Waffe sein. Sie ist praktisch der Endgegner. Ja, für so geheime Sachen. Definitiv, ja. Also stimmt. Perfekt einzusetzen einfach. Und ja. Wenn du mir jetzt sagen kannst, was das für eine Formel ist und so, dann. Ne? Naja. Ja, komm. Weißt du hast die Brille auf. Ja. Weißt du es oder was? Ach Quatsch. Ich hab jetzt schon Schiss gekriegt. Ja, bin ich jetzt blöd? Sollte ich das etwa wissen? Jetzt hau diese Ölfässer da um. Ja, die hau ich um. Oh, ich glaube jetzt doch. Aiden, los geht's! Hau mal die Ölfässer um. Alles klar, also wie wir gerade sehen, nochmal dazu gesagt, natürlich ist jetzt hier die Jodie bei der CIA eingesetzt oder macht gerade praktisch jetzt ihr Training, um dann für die CIA arbeiten zu können und ist natürlich der perfekte CIA-Agent, ne, die perfekte Waffe letztendlich. Naja, aber die Frage ist, ob sie das will. Naja, ich weiß es nicht. Auf jeden Fall ist sie ja hier. Ne? Wir wissen ja, die Zusammenhänge kennen wir ja nur auch nicht. Ne? Wir wissen ja echt nicht, was es hier alles mit auf sich hat. Aber ich denke schon mal, dass sie damals, ja, waren ja auf dieser Botschaft. Und da hat sie ja auch für CIA dann schon, bestimmt schon gearbeitet. Deswegen diese Dokumente da geholt mit dem Aiden. Das war ja dann praktisch schon mal so eine Mission, die sie machen musste. Und jetzt haben wir gecheckt, warum halt. Weil es halt das CIA ist. Ich meine, wenn du dich erinnerst an den Prolog sozusagen, da war sie auf der Flucht und sie war auf der Flucht vor den Nathan. Nathan. Nee, der kam ja dann dazu und hat ja gemeint, hier, ich rede mit ihr oder irgendwas, oder komm, wartet mal auf mich oder so, ihr wisst nicht, was los ist oder so. Ich denke schon, dass die beiden zusammen eine wichtige Rolle spielen. Ich weiß es wie gesagt nicht, aber das ist ja so. Ja, für mich macht es so den Reim, als ob sie sich verpissen wollte, als ob sie flüchtet halt, weil sie das eigentlich gar nicht flüchtet. Will. Ja, vielleicht hat sie ja später Scheiße gebaut oder so. Und vielleicht oder will sie das ja nicht. Gut. Ja, stimmt. Und jetzt weiter. Also, ganz, ganz viele Fragen, ganz, ganz viele Fragen. Jetzt darfst du wieder kämpfen. Boah, Mensch. Hast du noch gemerkt, wie es geht? Mir sind sogar die Haare schon wieder gewachsen. Ah ja, stimmt. Die ist, wie ich schon sagte, sieht überall anders aus. Komm, bam, bam, bam. Nee, sie ist ja auch 3 Jahre da, ne? Ja. Das ist klar. Jetzt macht sie den dicken fertig. Ach, jetzt wollte ich runter. War zu spät, schade. Okay, machen wir nochmal. Los geht's. Das ist aber auch hier. Schon aus der Nase. Das ist ja aber auch. Bäm. Das ist aber auch ein Typ Bitch. Hier. Kennst du noch Street Fighter? Ja. Dieser Sergei oder wie der hieß? Sergei, genau. Komm her, komm, hä? Hä? Jetzt. Du Kunde. Finde ich. Tretsch dir. Yes. Oh. Nice. Lächelt sie mit Blut aus der Nase. Und wir rennen wieder. Erneut. Und jetzt muss ich mir das merken. Hoch. Genau. Runter. So ein bisschen Tutorial-mäßig, ne? Ja, also, ey, ich bin doch runtergegangen. Alter, wie schlecht bist du denn? Ich hab doch getroffen. Fettarsch? Das ist ein Knackarsch. Spasti. Los jetzt! Ich hab doch aber noch gedrückt. Na egal, ne? Ja, hat er gedrückt. Das ist wie. Jetzt geh ich runter. Pass auf, ich geh runter. Ja, ich hab runter gedrückt. Guck doch mir auf die Pfoten. Zu spät oder wie zu früh? Zu früh, das kann sein. Ja. Das kann sein. Hä? Ja, was machst du denn? Alter. Ich
weiß es nicht. Jetzt klettern, komm. Yeah! Erst die Beine, das dann die Arme. Das soll keine verfluchte Kaffeefahrt sein. Ja, tut mir leid, ich habe mich verdrückt. Oder was weiß ich. Yes! Finde ich, muss ich ehrlich sagen, ich bin ja Kletterer und ich finde das geil, dass sie das berücksichtigen. Erst die Beine und dann die Arme. Finde ich gut. Ja, hast du drauf geachtet? Haben die, ja, ich habe wirklich drauf geachtet. Das ist ja cool. Na ja, klar, ist ja ganz klar. Und jump. Jetzt nochmal. Vor allem, guck mal, wie ich aussehe. Gedrückt halten, okay. Festen Stand. Oh, jetzt hier. Macht jump dort, Van Damme. Musst du beides gleichzeitig? Ja, gedrückt halten und. Komm schon. Tat weh. Aiden. Ich kann nicht heilen. Aiden kann heilen. Oder Aiden. Oder. Warte, die Violette cool. Okay. Natürlich cool, wenn du mir in dem Mirror mal helfen kannst. Dann. Boah, aber das ist gerade peinlich bei dem Hürdenlauf, Alter. Ja, das ist so, schäm dich, ganz ehrlich. Guck mal, wie es abgeht jetzt. Trainiert wie ein Berserker, ey. Aber ich muss ehrlich sagen, mir gefällt die Jodie mit langen Haaren besser als mit kurzen Haaren. Ja, natürlich. So ist denn ja natürlich. Oh, gegen zwei? Oh Mensch, ich hab keine Lust mehr, ich hab Angst. Ich hab keine Angst. Du brauchst keine Angst haben, ab geht's. Los geht's, jetzt hier. Fatz! Yes! Ich mach Fatz. Yes! Komm her! Ja. Geil! Wer das jetzt hört, ich muss mit dem Controller machen, tut mir leid. Fatz! Bam! Komm! Jetzt zieh hier, komm! Schnell, oh. Oh, nicht übel. Ja, nicht übel. Nicht übel, Alter. Du, weißt du, steht er da und hier. Ja. Wissen, wer der Babbo ist? Hat wahrscheinlich auf den Arsch geguckt, weißt du, und sagt, nicht übel. Die Idee aus dem zu haben. Ja, nicht? Ist so schöne Frau. Ja, Ellen, wenn du das hörst, heirate mich. Hübsche Frau. Ellen. Nee, so kannst du es räudig machen, ganz ehrlich. L. Okay, so, jetzt sind wir ja voll im bitteren Camp. Den einen kannst du sneaky machen. Ich weiß, was wir jetzt machen. Wir machen jetzt einen Cliffhanger. Ernsthaft? Wir machen jetzt einen Cliffhanger. Wir werden jetzt gucken, ob die Jodie das hier packt. Das sieht ja ziemlich bitter aus. Das sieht ja schon aus wie, jetzt wird's richtig ernst. Aber das packen wir sehen in der nächsten Folge bei Dion to Souls, Leute. Ich wünsche euch noch was. Bis dahin, danke fürs Zuschauen. Bis später. Tschüss.